Wieso habe ich hier. Wieso habe ich hier keinen Teleporterpunkt? Wir fangen an und dann laufen wir einfach mal in das Portal hier rein. Auch wenn Xane das offenbar nicht möchte. Warte, hast du jetzt schon angefangen aufzunehmen? Ja, aber doch klar. Wir nehmen doch immer spontan. Okay. Er hat dann mal angefangen aufzunehmen. Er hat dann mal angefangen. Was zu sagen vorher. Na gut. Ich jetzt auch. Ich schon seit mindestens 15 Sekunden. Ja, komm jetzt. Ja, ich bin ja schon unterwegs. Ich bin ja schon auf dem Weg. Wir gehen einfach mal da. Los. Xane wollte sich zwar irgendwie vorbereiten, aber wir haben gesagt, ach was, es geht auch ohne. Ja. Übrigens, wenn man das einmal gemacht hat, gilt es auch für jeden anderen Spielstand. Ne? Ihr könnt dann also auch, wenn ihr das Spiel anfangt, dorthin. Und jetzt wünsche ich uns viel Spaß, buddeln nach unten. Warum buddeln wir jetzt nach unten? Weil der Ruin unten ist. Ach ja, hier können wir noch ein bisschen Gift mit dem Feld machen. Ja, das dachte ich jetzt auch gerade. Geht das? Ja, aua, ich bin natürlich reingestanden. Seit wann kann man denn mal irgendwo was abbauen hier? Ich glaube, ich kann keine Flüssigkeiten abbauen. Ach, und Flaggen, das ist super. Ja. Und Flaggen können wir hier auch nicht setzen. Nur mal so nebenbei. Okay. Würde auch nichts bringen, weil dieser Planet jedes Mal von vorne anfängt. Also quasi respawned. Ein bisschen Gift mitgenommen, so 180. Hä? Muss reichen. So, und dann ab nach unten, denn wir müssen nach unten. Doch, ich müsste eigentlich. Wieso kann ich keine Flüssigkeit? Ich müsste doch eigentlich Flüssigkeiten abbauen können. So, Uwab, jetzt könntest du mal. Ach, jetzt. Ich wollte gerade sagen, da sollten wir jetzt nicht gerade runterbauen. Keine Sorge, es kommt nur noch Gelatine, also irgendwann wird es einfacher. Gelatine? Okay. Uwab, der ist doch unglaublich, der. Was? Was denn? Ich habe doch gar nichts gemacht. Oh, und ich habe übrigens auch keine Fackeln mehr im Inventar. Ja, ich habe noch 52. Na dann. 100 oder so. Ja, warum gehen wir da rein? Gibt's ja auch Erze. Weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, nicht wirklich der Rede wert. So. Zack, zack, zack. Oh, was bist du denn? Aber es gibt unterwegs jede Menge Gegner. Also alles, was sich hier bewegt, ist ein Feind. Und ich meine damit alles. Okay, Xane, komm mal her. Ich würde dich gerne abschießen. Also ich hätte noch ein bisschen Lava, die ich ausschütten könnte nach unten. Wir könnten das glatt mal austesten. Habe ich noch nie probiert. Ja, das Problem ist, wir werden dann wahrscheinlich danach reinlaufen. Das meine ich. Ja. Nice. Ups. Ah! Und das wird uns nachher die ganze Zeit abwaschen hier. Deswegen sagte, wir sollten vielleicht heilen und ein bisschen was vorbereiten. Aber nein, die Damen und Herren möchten nicht. Und hier geht's tief nach unten. Das ist langweilig. Könnt ihr immer die Viecher vom Hals halten? Ah! Nicht so, war das jetzt eine gute Idee? Er macht nichts. Wir fliegen einfach mit runter. Problem gelöst. Wer schießt denn hier mit Granaten um sich, sag mal? Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Ach, an der Oberfläche sieht es ihm so nicht viel besser aus als hier unten. Die Musik ist ganz schön laut. Findest du? Warte mal kurz, ich muss mal eben kurz. Das ist bisschen too much. Wir wollen weiter runter, oder? Okay, besser. Also wenn die Musik so laut ist wie ihr, ist es ein bisschen anstrengend. Ach komm schon. Ich habe überhaupt keine Chance mit einer Waffe, die Dinger zu treffen. Ist doch gut, dass du eine Schrotflinte hast. Ja, ich denke auch. Die Schrotflinte ist immer gut. Was kommt da jetzt? Da kommt bald mal die Gelatine hier. Ist ja fürchterlich. Und das geht, glaube ich, schneller. Die Richtung. Ach so, da ist ja okay. Ich dachte jetzt gerade, da wäre nichts. Kann übrigens sein, dass wir uns. Ach, unten, wenn wir bei den Gehirnblöcken sind, sind wir ungefähr richtig. Gehirnblöcke? Ja, das, ja. Wobei. Buddel dir mal runter, ich setz Fackeln. Warte. Hör mal, Double Jump, was soll's? Ach so. Ah! Oh, ich wollte gerade. Oh. Ah! Ah! Und das war einmal Double Jump zu viel. Oh, oh. Klatsch. Oh, nein. Nein. Ich bin tot. Gut, schön zu wissen. Ah, da war Gehirnblöcke. Nein. Ah, nein! Ich bin runtergefallen. Und auch lebst du noch? Einer noch? Es hat dann auch noch kurz geleckt in dem Moment. Das war halt die beste Combo von allen. Okay. Und jetzt? Ist irgendwer von euch? Und dann wieder zurück. Nein. Outpost. Ark. Nein, warte mal. Das war, ja, ich habe den Teleshop gehört. Das meine ich mit, ist, man kann keine Flaggen setzen und so. Und man sollte Heil-Items haben, unter anderem. Ja, gut. Ja, das bringt einem halt nichts, wenn man 50 Meter in die Tiefe fällt. Genau, das ist halt jemand Wasser auf Vorrat? Wir hätten natürlich auch einfach mal einen Großvorrat Wasser runtersetzen können. Ja, aber wir müssen ja auch wieder weiter buddeln. Ja. Lalalala. Hat er das denn jetzt gespeichert? Oder
Fangen wir jetzt hier von vorne an. Dass wir gebuddelt haben? Ja. Gute Frage. Ist das Multiplayer? Ja, das habe ich befürchtet. Willkommen bei Null. Na gut, dann ist das so. Aber Gift haben wir trotzdem gesammelt. Ach, diese Drecksviecher. Was sind das denn eigentlich für Tentakelbäume hier? Ach, die gibt's überall. Achso, die kann man gar nicht einsammeln. Ja, nice. Cheatet wieder einer. Schön ins Gift reingefallen. Warte mal. Ey! Ich baust meine Fackel wieder ab. Was für eine Fackel? Ich hab meine Fackel gesetzt, die ist wieder abgebaut. Wieso bist du vergiftet? Hatte ich. Okay, ja, aber da irgendwo Gift dazwischen. Ja, Gelatine und Gift ist halt echt. Und ich gehe dann mal mit runter. Die Muschel. Ja, komm schon. Ich drücke ewig auf die linke Maustaste und nichts passiert. Keine Energie, ne? Doch. Er schießt einfach nicht. Leckt der Server oder also, was? Du musst dich gar nicht hier durchbuddeln. Man kann auch links vorbei. Was? Ja, ich wurde dann begraben. Diese kleinen Mücken sind echt am allerschlimmsten. Ja, wo kommt die denn jetzt her? Ja! Hier geht's weiter übrigens. Also, meinst du? Ja. Yep. Wieso passt. Ah, ja, okay. Never mind. Du? Komm, schnellst du runter? Hier nicht. Ja, doch rechts, ne? Ja. Habt ihr Gelatine ohne Ende? Ah. Das ist ein gutes Zeichen. Buddel, da. Jelly Blob. Ja, komm, einmal nach unten. Warte mal, ist das zwischendurch wieder eine Fackel? Ich glaube, da kann ich durch. Jetzt auf jeden Fall. Damit wir da durchkommen. Und vorzugsweise nur wir und nicht alles andere. Das wäre dann auch schon wieder das, was ich damit meinte. Ah, da, 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 da. Ah! Okay, das war einmal zu viel. Was denn? Ich hab's überlebt, ich fass es nicht. Wie, weiß ich nicht, aber ich hab's überlebt. Ich bin hier. Will ich da runter? Warte mal, ich setz hier mal. Ich setz schon mal ein paar Wasserblobs und was weiß ich. Ja. Oh Gott, die Gehirnmasse hält. Ach, der kann durch die Luft, durch die Wand. Durch die Luft. Ah, hier kann man ja wieder kein Wasser setzen. Das war alles. Ich baue mich mal mit Schleim hoch. Mal gucken, wie hoch ich komme. Ich baue mich mal mit diesen komischen Blöcken runter. Vorsicht, kein Hintergrund. Adrenalinkick. Oh, warte. Kommt nur, es kann nichts passieren. Ihr seid unmittelbar über mir. Ich setze schon für euch. Einen riesengroßen Haufen. Schön. Besser konnte ich es jetzt nicht ausdrücken. Mir geht jetzt übrigens der Schleim aus, also. Ich baue gerade einfach eine Treppe mit diesen komischen Dingern hier runter. Ja, ich baue eine Pyramide extra nach oben. Was kommt denn hier? Vielleicht sollten wir mal jetzt nach rechts gucken. Ja. Jetzt habe ich ja keinen von diesen Blöcken mehr. Ja, ja. Komm runter, kommt runter. Ich sehe es doch. Ja, hier. Ja. Guckt mal, ganz viel Schleim. Ja, ja. Ich bin da runter und ist gut. Lag? Okay. Ja, das ist Lag. Sehr gut. Ich konnte den Double Jump nicht aktivieren, weil es genau in dem Moment gelaggt hat. Jetzt wird es unterhaltsam. Jetzt müssen wir nicht so lange suchen, bis wir die Höhle finden. La, la, la. Kann man das Gehirnzeug auch abbauen? Oh ja, sehr langsam, aber es geht, oder? Apropos, ich habe doch gesehen, denke ich irgendwo. Oder nicht? Ah, oh, ist das nicht schön, wenn man auch mal Licht hat zur Abwechslung? Ja, lass das mal so. Nee, ich glaube, das kann man nicht abbauen.
Müsste man theoretisch schon können. Da, oh, guck mal, ich glaube, da sieht man, wie sich hier Impulse, Nervenimpulse durch, da drin ausbreiten. Das ah. So, das war's für diese Folge. Wieso? 9 Minuten? 10 Minuten? Ja, jetzt kommt erstmal der Zwischengegner. Genau, hier ist aber der Respawn-Punkt. Ne? Ja, dann Uwe, viel Spaß. Danke. Ach, ich geh auch mal rein. YOLO. Ach, du schon wieder. Was denn, den hatten wir doch schon. Du kannst ihn noch nicht angreifen im Moment. Jetzt ja. Wahrscheinlich. Au. Derweile gucke ich mal, was ich hier Tolles machen kann. Ach, ich muss ihn. Jetzt. Ist jetzt schon fast tot, oder was? Ja. Das wurde eigentlich kein einziges Mal, wenn ich das so mache. Ah, jetzt. So. Okay. Los. Und jetzt? Ja, jetzt guckt ihr mal nach oben. Das ist das Auge. Achtung, links und rechts von dem Auge gibt es gleich Tentakeln. Ausweichen. Wo müssen wir denn drauf schießen? Weg. Im Moment macht das noch. Genau. Ging das noch keinen Schaden. Ich glaube, du musst warten, bis man das Auge wieder. Jetzt wahrscheinlich, oder? Ja. Das hat doch gerade schon Schaden genommen. Nur halt nicht so viel. Achtung, der spawnt. Achtung! Ja, der spawnt deine Viechers. Und zwar ununterbrochen. Dann gibt es noch ein paar Teleporter-Tore auf der linken und der rechten Seite jeweils, durch die dann auch noch was reinkommt. Mann, ist das im Vanilla-Modus einfach. Die kommen gleich noch. Mehrere Stufen. Na, ah. Oh, wie es leckt. Dann schiebe ich mal nach unten und setze ein Energieschildchen. Was bringt uns das? Ah, Energieregeneration. Aber. Ah! Ach, oh, hallo, Dong. Tentakel. Ihr seid gleich beide im Eimer, also heilen. Oh. Uwab stirbt mir die weg. Apropos, ich gehe mal kurz aufs Kamera-Zoom-Level mal ein bisschen verkleinern. So, und jetzt sieht man noch das ganze Bild hier. Wunderbar. Das ist riesengroß. Oh, ist der Wüste. Was sind diese Kugeln? Will ich das wissen? Achtung, Tore, Gegner. Und nie in der Mitte stehen bleiben. Ja. Ja, wo denn dann? Ich muss sagen, jetzt ist es gerade schlecht, woanders zu sein. Ich habe noch nie so entspannt im Ruin zugeschaut. Ihr macht das gut, macht das weiter so. Das Schöne ist, der kennt kein Friendly Fire, also insofern. Der trifft seine Verbündeten nicht. Mhm. Doch, das meine ich deswegen. Ach so, der kennt keine Freunde, wollte ich damit ausdrücken. Okay. Mhm. Wenn jetzt gleich so eine lustigen Sensenarme kommen, könnt ihr euch darauf einstellen zu springen. Ich sag dann schon dann. Tentakel? Hallo. 42, kann ich mich auch irgendwo an die Wand? Ja, ich bin gerade ein bisschen occupied und tot. Dann bin ich dran. Ja, komm mal vielleicht mit rein, danke, Excel. Ja, der Weg ist ja jetzt nicht so lang, möglicherweise. Also von daher. Könnte schlimmer sein. Ja, aber wahrscheinlich, wenn die alle drei gleichzeitig tot sind, müssen wir wieder von vorne anfangen, nehme ich an. Ja, das ist richtig. Ja, jetzt bin ich tot, okay. Ich gehe rein. Okay, ich warte draußen. Ja, die erste Hälfte lief doch wirklich gut eigentlich. Bis jetzt ja. Ist ja auch einfacher, muss ich ehrlich zugeben. Nö. 42, du bist gleich tot. Ja, ich hab mich geheilt. Gegner brauchen jetzt auch mal mehr als Engangriff. Reinpacken sollen, statt den Medikits. Wenn der Boden unter uns anfängt zu leuchten, geht das Auge wieder los. Also einfach aus der Mitte raus und machen lassen. Soll der seine Leute umschießen? Ah, das meine ich damit. Soll der sie einfach ablegen? Halt dich mal, Excel. Aber der, ich würde sagen, er kriegt doch jetzt auch Schaden, oder nicht? Normalerweise nicht. Das siehst du doch unten, es wird weniger. Achtung, die Viecher da bei euch. Ah, deswegen setze ich gerade ein bisschen Energie. Achtung, Tentakel.
Achtung, gleich wieder der Tentakel. Ja. So, du darfst jetzt mal ruhig sterben da oben. Achtung! Oh, ja, es brutzelt. Und Gegner. Du ziehst es auf ihn, ich mach, halte die Viecher vom Hals hier. Achtung, Tentakel! Weg da, weg da, weg da! Häng dich an die Wand, okay, oder so. Ja, ich glaube, ich sollte mal dieses, den anderen Kugeltech verwenden. Achso, ja, jetzt wird es schwierig werden. Ja, das ist schon klar. Achtung, hinter dir. Die Drecksviecher schon. Ich habe keine Energie. Ah, Tentakel. Soll ich mal rein? Xen ist gleich wieder tot. Heilt euch mal. Berichte über mein Frühableben sind völlig überzogen. Ich bin bei dem Versuch, mich zu heilen. Ich kann mich nur nicht ununterbrochen heilen. Ja, Dito. Jetzt. Oh. Bin tot. Lauf. Okay, ich komme mit rein. Ja. Bin drin. Wäre günstig. Ja, bin auch tot. Mm. Tentakel. Das haben wir alle überhört jetzt hier. Was? Was hat er denn gesagt? Okay, also. Tot. Übrigens stirbt nicht nur der, sondern wir gleich mit, wollte ich an der Stelle mal reden. Wirklich? Ja, das, ja. Viel Spaß beim Durchlesen. Don't tell them what to do, Fishface, Dave. Oh. Jetzt muss man ihn lassen, das Ende ist gut gemacht. Okay. Wir waren die ganze Zeit auf dem Gegner quasi. Das war alles der Gegner, oder was? Mhm. This can't be. Also wir sind jetzt bei dem Kampf seltener gestorben als bei manchen anderen Bosskämpfen vorher. Allerdings. Das ist die Erfahrung. Protector, do not follow the myriad souls of those that came before you. Though even I succumbed. Unterlagen, succumbed to the rune. Succumbed? Only thought I shattered, broke the part into near infinite pieces. Was, ja, heißt, was heißt denn succumbed? Unterlegen, erlag. Much was simply lost, so fragments of myself, ancient and wild, broke away and became something new. What little of myself remains, stay to watch what I had left behind. Das ist im Grunde genommen die Mass Effect Story hier. Okay. You united my artifacts, Protector. The six races I gifted now stand as one. Naja gut, wenn wir nicht gerade ein paar NPC dürfen auslöschen. You have planted a seed of peace that will grow and spread throughout this vast universe. Der Master Manipulator gehört mir. The rune is destroyed. The universe is saved, but there is still so much to do. Das war's für diese Folge, Cliffhanger. Ach, Mist. And now to you, I give my final gift, the last of myself. Return, Protector. Da fehlt ein Satz. Liffel Gern stand da noch. Uff. Okay, warte, nochmal nur zur Zusammenfassung. Was hat uns jetzt gerade das Leben gerettet? Sagen wir es mal so, Generation von Generation von Generation über Myriaden haben immer wieder das Problem mit dem Ruin gehabt, haben irgendwie versucht, den aufzuhalten. Und die Letzten, die das versucht haben, also quasi wie bei Mass Effect, haben es dann geschafft, irgendwie so halb zu transzendent, was auch immer. Und die haben sich jetzt geopfert, um uns das Leben zu schenken, weil wir im Finale. Okay. Aber übrigens, wenn du jetzt einen neuen Spielstand anfängst, müsstest du automatisch wieder den Ruin freigeschalten haben, sofort. Okay, okay. Bringt dir als Low-Level gar nichts, aber hey. Ach ja, und wir kriegen jetzt eine Gift-Card und ein paar Credits und den üblichen Quatsch. Ich glaube, 20.000 habe ich damals bekommen oder so. Immerhin. Können wir noch mehr Flasche loskaufen? So. Dann können wir ja jetzt anfangen, Mods zu installieren, ne? Starbound Season 3, jetzt mit Mods. Aha. Discord ist ja das so sehr, dass es die Stimme anfängt zu ruckeln, ja. Ihr glaubt ja gar nicht, wie viel Spaß das macht. Also, ist es nur bei mir so oder ruckeln bei euch die Credits auch so ein bisschen? Ja, könnt ihr an meinem Bildschirm liegen. Okay. Es ruckelt deutlichst. Auf dem Bildschirm ruckelt es aber deutlich mehr als in der Aufnahme. Ja, das habe ich auch gerade gedacht. Aber es kann aber auch sein, dass es vielleicht nur daran, dass das Downscaling so wirkt.
Ja. Präsentiert ja. von Xane. Glaube ich. Es hat nicht viel gefehlt, dann hätte ich einen epileptischen Anfall gekriegt, glaube ich, bei dem Geflacker. Ich hoffe noch nicht. Also für den Multiplayer hätten die wenigstens 3 Spieler darstellen können, ehrlich. Epilepsie-Warnung muss auf jeden Fall mit rein. Ja, ich hole meine Geld ab. Kohle. Jetzt sind wir durch mit dem Spiel. Du natürlich erst, wenn wir dem... Nichts, nichts. Bleib einfach, wo du bist. Wir leben. Schön vergessen. Reward back, her damit. Okay, und was ist drin? 25.000 Credits. Ist das nicht schön? Oh, eine Tech-Card, 3 Manipulator-Module, eine Thank-You-Card und 25.000 Pixel. Ja. Zeig mal die Thank-You-Card. A card from friends. Kann ich die angucken? Achso, da steht was. That I think was huge. What a hunt. You might just be the second best hunter I know. Okay. Ruex would be proud of you. And bloody good show. Okay. Achso, das hört... Okay, egal. Das lassen wir mal so. Ja, und jetzt? Was ist jetzt mit dem... Ja, jetzt könnten wir theoretisch... Was ist da? Ah, darf ich der jetzt könnten wir theoretisch Stück, der da rauskommt, oder den man jetzt als Belohnung gekriegt hat, macht ganze 8,4 Schaden pro Schlag und hat eine Feuerrate von 1,1. Wie, so viel? Das, da kam er auf einmal rum? Ja. Bei den meisten von uns rausbekommen. Das ist auch so. Wie der letzte Rotz, die Waffe, also. Auf welche dieser 12 Millionen Tische können wir jetzt... Ja, aber du hast doch gerade irgendwas von mit dem Master Manipulator. Kriegen wir den jetzt nicht? Ja, den können wir quasi craften oder so. Ich frage mich nur gerade, wo? Bei welchem unserer 12 Millionen Haushaltsgegenstände? Achso, den können wir zu Hause craften oder was? Mehr oder weniger, ja. Ich weiß nur nicht so ganz, wo. Du fällst dich das mit dem Mods. Wo ist das Ding hier? Dum-dum-dum-dum-dum-dum. Hier nicht, da nicht. Mussten wir hier noch irgendwo... Miring Station, Railcrafting, ich habe keine Ahnung. Müssen wir den ganzen Mist jetzt hier erst herstellen? Aber ich war es nicht. Okay, ich habe so langsam das Gefühl, da kommt nichts mehr. Okay, jetzt bin ich, glaube ich, über dem Portal. Station in allen Miniar-Formation. Was ist das denn für eine Quest? Cannibals Chest Gate, ne? Ist noch in eine stärkere Rüstung. Oh, herrlich. Ach, das war die mir noch gefehlt hat. Wieso ist halt warum? Was ist das hier? Text Tablet? Braucht kein Mensch. Aha. Guck ich jetzt raus? Ne, hier wollte ich nicht hin. Wo wollte ich nicht hin? Und zwar. Nein. Nicht die Nähmaschine, das hier. Wiring Station, sagen wir. Okay, aber jetzt kann ich doch da hoch. Kann das doch noch irgendwie ausdrücken. Uber macht schon wieder Unfug. Erstmal schön. Vielleicht. Silicon Board geht klar. Nice. So, wo geht's jetzt hier hin? Was brauchen wir noch? Jetzt bin ich oben drauf. Stick of RAM und Copper Wire geht klar. Copper Wire braucht Copper geht klar. War schon mal da. Mal, wo kommt man denn jetzt herstellen? Das überlege ich auch gerade, deswegen so, nehmen wir mal spontan hier. Du hast es jetzt schon herausgefunden. Ich bin schon dabei, deswegen gucke ich gerade, ob ich die Wiring Station brauche oder sonst was. Oder das mit Mods, aber das war auch nicht mit Mods. Ich nehme mal kurz von okay, jetzt bin ich rechts am Rand. Das habe ich schon länger vermutet. Ich glaube, ich bin jetzt gleich out of bounds. Das kann kein gutes Zeichen sein. Oh ja, okay, hier war ich noch nie. Okay, das so, kann ich alles nicht abbauen. Stick of RAM und Battery, okay. Dann machen wir Stick of RAM, Battery. Okay, interessant. Wo wird das denn nun schon wieder hergestellt? Und jetzt unten lang? Okay, jetzt bin ich unter dem Portal gleich. Was machst du da? Ach so, also da ist auch noch irgendwas. Ja, ja, da ist noch irgendwas, aber frag mich nicht. Da ist was? Oh, okay. Gut, dass ich mich jetzt schon auf den halbstündigen Weg gemacht habe.
So stellte man die Hälfte davon hierher. Fehlt jetzt hier irgendwas? Was ist ein bisschen ist? Dunkel hier. Jetzt machen wir es mir einfach so. Wo zum Teufel ist hier? Da, da. Zack, und dann das hier. Zack. Tja, und was macht ihr so? Ich drück gerade D. Seit 10 Minuten oder so. Mhm. War ja mal klar. Sagt bloß, den gibt es in der normalen Version. Metamilitär X. Ah, ja. Übrigens für alle, die jetzt das Video gucken und denken, ich bin bescheuert. Nein, ich drücke wirklich D, weil als ich losgerollt bin, bin ich nach rechts gegangen. Ich roll zwar jetzt die ganze Zeit nach links, aber ich muss trotzdem weiter in D drücken. Scheint so, als ob wir den hier nicht kriegen. Das kann doch nicht wahr sein. Also du bist sicher, dass da noch irgendwas kommt? Weil wenn ich den ganzen Weg wieder zurück muss, wäre ich wahnsinnig. Oh, da ist was. Da ist auf jeden Fall irgendwas. Ob es sich lohnt, ist eine andere Frage. Greift der an? Das ist doch, glaube ich, der illegale Händler, wenn ich mich irre. I'm hiding here for a good reason. Ja, sowieso, was sonst? Was hat er denn da? Insidious Mask. Wow. Eine Maske, a very intimidating Kabuki mask. It hides the identity of the wearer well. Of the wearer well. So. Okay. Hi. Ja, das versteckt mich richtig gut. Und jetzt? Ja, ja. Okay, leave. Okay. It's not safe. Ich lieg mal in deinem Bett. Nee. Oh, ich sollte mal was essen, sehe ich gerade. Der Weg war wohl anstrengend. Master Manipulator is an EPP Augment gifted by Esther. After beating the wounds. Ja, normalerweise, ne? Ja, dann müssten wir den doch als Inventar haben, oder nicht? Also dieses Fragment. Deswegen bin ich etwas überrascht, warum nicht? Ich gucke nochmal bei Esther nach. Respektive, ich gucke bei der Ark, ob da irgendwas ist. Nicht, dass uns wieder irgendwelche anderen... Lasst mich mal ein Peacekeeper in Quest. Nein, ich will kein Peacekeeper werden, lass mir Ruhe. Ich will jetzt auch keine eigene Space Station, auch wenn es lustig wäre. Ich gehe da mal weiter. Pirates and Labor, erster Meinung zu. Mal gucken, wo ich noch rauskomme. Also dieser komische Typ, der sich versteckt, hat gar nichts gemacht. Da habe ich mir nur diese komische Maske aus der Truhe geholt. Mehr war da nicht. Vielleicht kommt da ja noch was. Wer ist das da oben? Ach, Moment, können wir nicht. Da läuft ein Alpaka rum. Klar, ganz normal. Space Station Alpakas. Aber immerhin, die Festplatte freut sich. Bei so viel Schwarz auf dem Bildschirm muss das Video ziemlich klein werden. World Keys, ja, es gibt noch 12.000 andere Dinge, die wir machen können, aber das ist mehr so Beschäftigungstherapie. Aha, jetzt geht's wieder hoch. Wo komme ich jetzt raus? Ich glaube, ich bin jetzt einmal unter der kompletten Insel durch. Warum überrascht mich? Sag mir nicht, ich hätte auch von der anderen Seite dahin gekommen und das wäre viel schneller gewesen. Wenn du beim Außenposten bist, steht da Acquire Salvaged Interface und Acquire Salvaged Power Coupling. Ich glaube, ich hätte auch von der anderen Seite dahin gekommen und das wäre viel schneller gewesen. Tech-Konsole, warte mal hier noch. So. Ja, ich hätte auch von der anderen. Ich bin gerade einmal unter der kompletten Insel durch. Spoiler Alert, tu es nicht. Es dauert. Gut, lang. Das hätten wir uns auch denken können. Ah, Spare in die Litmel. Können wir mal das Schiff upgraden, wo wir schon hier sind? Das vergammelt. Ach, die ganzen Chilis vergammeln gerade. Ich kann aber auch. Ich konnte auch echt nichts draus machen. Wo ist das Ding hier? Schmeiße ich die an. Warte mal, ich verkaufe die. Das ist nicht, aber. Weg mit der Dankeschön-Karte, da habe ich schon ein paar von. Ups, nicht meine Banane. Die ist mir zu wertvoll. So. Da gibt's bei euch noch irgendwas? Nein. Was gibt's hier zu kaufen? Nichts. Und? Habt ihr was rausgefunden? Noch nicht. Oh, hier gibt's übrigens Synthetic Material zu kaufen. Wir hätten gar nicht Gift bauen müssen. Ja, ich frage lieber. Das hinterher weiß, oder? Lieber nicht fragen, was es alles kostet. Der Vorladen ist. Hier können wir noch ein bisschen Gladiatorenkämpfe machen. Auch immer lustig. Nein, ich will nicht den Ruhen, geh weg. Das ist eine Frechheit, wir kriegen das Ding nicht.
Gut, das dann eben doch die Mods installieren. Naja, der Tag ist ja noch lang. Wie sieht eigentlich der Multi-Jump aus? Healing 3 Augment braucht kein Mensch. Ups, okay. Ist eigentlich für Hüllen vielleicht besser, dann kann man nicht so leicht runterfallen irgendwo und sterben. Naja. Wer hat ihm das saubere Outfit gegeben? Ja! Talk to Nuru to travel to the arena. Wer ist Nuru? Hier. Hier? Der Floraner neben Esther. Ah. Ich gehe dann schon mal vor. Könnt ihr euch zu mir beamen? Wie lange ist man schon drauf? Warte mal, da oben steht 30 einer, Minuten. Was ist das für einer, der da oben steht? Ach, das ist, da kannst du die World Keys und so. Was kann ich da? World Keys, da gibt es dann die Gateways, gibt es irgendwo auf dem Sternbildschirm in jedem 10. System oder so ähnlich und dann gibt es wieder irgendeine Mini-Mission und sowas. Jetzt in jedem 7. System. Also nicht so spannend oder was? Ja, ist ganz nett, ich habe es nie gemacht, weil es ist so, ja. Warte, ist der Mysterious Trailer der, wo ich gerade war? Ja. Ah. Jetzt sind wir im Gladiatorenkampf. Mal gucken, was kommt. Ach, die Bene. Ach, oh mein Gott. Kaum der Rede wert hier. Musste man dafür vorher eine Quest annehmen? Ich hab's nämlich nicht getan. Nö, das geht doch so. Wenn ich jetzt keine Belohnung dafür krieg, werde ich sauer. Das war's. Nächste Runde. Oh. Das war ja krass. Absolute Masterkämpfer, ich weiß. Was ist da eigentlich da oben? Da hätten wir doch bestimmt hochgekonnt, oder? Nein. Das sind abgeschlossene Bereiche. Das ist wirklich nur Questgegend. Bumm, kämpfen, fertig. Das ist wie diese Tech-Übungen. Und gleich die nächste Runde. Am Ende ist, glaube ich, irgendwas mit Feuer. Oh, warte, wir sind in die falsche Richtung gegangen. Und wir haben eine Champion-Statue. Ist das nicht schön? Weiter geht's. Das wird schon. Das ist schließlich die letzte Folge dieser Staffel, wenn wir hier nicht noch was Ernsthaftes machen wollen. Hallo. Was der Typ da unten macht, weiß ich auch nicht so ganz. Auf zum Atom. Was ist das? Wow, ein Pokal, okay. Ja. Oh, beim nächsten Mal kommt noch eine Waffe mit rum, die niemand braucht. Wo muss man jetzt hin, um das mitzumachen? Zur Florana. Ach, wisst ihr was? Reicht doch. Oh, wir könnten auch mal die Folge beenden, sehe ich gerade. Derweil kämpfe ich hier noch ein paar Pflanzen nieder. Gut. Der wirft mit Pokébällen um sich, Frechheit. Was tust du? Na, ich mache hier Arena-Kämpfe. Das muss sich doch lohnen hier, das Ende der Staffel. Alleine kämpft sich das doch gleich viel einfacher. Und der nächste Besiegte? Kriegen wir jetzt endlich mal ein paar von den hübschen Pokébällen? Nein, wieder nicht. Lalalalalalalalala. Kann ich auf 4 Diamantspitzhacken in der. Was? Okay. Oh, cool, 12 Tech-Cards. Warum wundert mich das jetzt eigentlich nicht? Habe ich erwähnt, dass man mit Mods die Manipulator-Module herstellen kann und sowas? Wie langweilig. Bienen hat und so lustige Sachen. Ich glaube. Das war's für diese Folge. Staffel. Für diese Staffel, ja. Ja, jetzt müssen wir uns mal überlegen, mit was es weitergeht. Wie es weitergeht. Modpack? Ob's weitergeht. Ob's weitergeht, ist eine gute Frage. Jetzt habe ich den Granatenlauncher, auch nicht schlecht. Den hätten wir beim Rune gebrauchen können. Ja. Dann. Tja. Dann bis irgendwann mal wieder. Bis denne. Bei No Man's Sky oder so. Ciao, ciao. Tschüss.